Hallo liebe Minecraft-Freunde, wir befinden uns hier auf einer ebenen Fläche und der Grund, warum ich hier überhaupt stehe, ist eine kleine Ankündigung oder nein, Ankündigung kann man es eigentlich nicht nennen. Wir stehen auf einer kleinen Fläche und ich habe ein kleines Modpack erstellt mit, ich glaube, 37 Mods. Warum ich das gemacht habe, ist eigentlich ganz einfach. Als ich in den letzten Tagen Skyblocks aufgenommen habe, ist mir halt aufgefallen, so viel gibt es da nicht mehr zu tun. Ich glaube, so lange bleibt es nicht mehr fesselnd, so lange fällt mir kein dummes Zeug mehr ein, worüber ich reden kann. Deshalb wollte ich eigentlich wieder ein ähnliches Projekt wie Hexit weitermachen. Und da war ich auf der Suche nach einem Modpack, wo es ein bisschen Erkundung gibt und mehr Abenteuer, wo man nicht unbedingt eine Basis bauen muss. Und weil ich hab den hier nicht wirklich gefunden, was ich wollte. Und ich wollte jetzt Hexit nicht wieder neu aufnehmen. Das ist außerdem noch auf Minecraft 1.5. Müsste es gar nicht sein, weil die Mods geupdatet wurden. Deshalb habe ich mir selber ein Pack zusammengestellt. Und erstaunlicherweise ist es sogar in Minecraft 1.7.2. Und wer ein bisschen Ahnung hat von Modding, weiß, das ist was Besonderes. Es sind noch nicht viele Mods in 1.7 übersetzt worden. Vor allem diese großen Mainstream-Mods teilweise noch nicht. Es sind also sehr viele kleine Mods, von denen vielleicht viele von euch noch nie etwas gehört haben. Die haben es an mein Pack geschafft. Und es sind auch ein paar Mods drin, die ich schon lange spielen wollte, aber noch nie gemacht habe, weil sie in keinem Modpack vertreten sind. Ich habe ein paar Mods eingefügt, die auch Strukturen erzeugen. Und weil ich die nicht gefunden habe, habe ich eine flache Welt erstellt. Und jetzt guckt mal, was ich da gefunden habe. Hier ist ein riesiges... Ich weiß nicht, ob es ein richtiges Stronghold ist, ob das so ist, wie es in Minecraft auch ist. Wir befinden uns ja hier auf Höhe 5. Da ist irgendwie noch eine Festung, da ist ein Village drin. Wir gehen mal darüber. Es sieht irgendwie sehr merkwürdig aus. Das ist hier richtig eine Befestigung, wie gesagt, auf Höhe 15. Das wäre normalerweise alles unter Tage. Hier sind irgendwelche Horse-Mob. Ich weiß gar nicht, aus welcher Mod die sind. Oder steht es da nicht? Ja, da stand es eben. Das ist aus Mo Creatures. Dieser Horse Mob ist aus Mo Creatures. Ich finde es auch komisch, dass hier so viele Iron Golems rumrennen. Ich weiß nicht, ob das normal ist. Das hier ist aber auch kein übliches Village. Also ich bin mir nicht sicher, welche Mod das hier jetzt überhaupt erstellt hat. Warum hier so viele Leute rumrennen? Was ist hier drin? Netherwater. Das ist ja auch cool. Da muss man ja nicht mal in den Nether gehen. Ja, und was da hinten steht, dieses riesige... Oh, guck mal auf die Karte. Das ist ja der Hammer. Ein richtiges Stadt. Also Millionaire ist nicht installiert. Das ist ja irgendwie so eine Villager-Mod, nicht wahr? Hier, ja, ich habe einige Food-Mods installiert. Ich habe viele Mods installiert zum Erkunden, bin ich zumindest der Meinung. Und auch Blood Magic. Und das wollte ich ja schon lange, lange Zeit machen. Schafft es wahrscheinlich nicht in Infinix. Ich weiß jetzt, wie gesagt, nicht, was das hier ist. Es scheint irgendwie... Ich hätte jetzt fast gedacht, das ist sowas... Hier, mit dem Kuchen auf dem Stock, was soll das? Ich hätte jetzt gedacht, das ist so ein Stronghold, wo man ein Endportal findet. Aber normalerweise... Average... Nee, Alchemical Wizardry, das ist ja aus... Das ist ja aus Blood Magic. Kann es sein, dass das ein Blood Magic Spawn ist? Ich habe keine Ahnung, was das hier ist. Das jedenfalls alles nur mal so kurz zum Zeigen und als Information, dass da nach Skyblocks vielleicht eine kleine Serie mit meinem eigenen Modpack kommt. Ich habe jetzt überhaupt nicht erkundigt, ob das die Leute erlauben, ein Modpack von ihren Mods zu machen. Deshalb ist das alles auf privater Ebene. Oh, da ist ein richtiges Village, Donnerwetter. Das ist alles privat, das Modpack ist hidden, also versteckt. Ihr werdet es auf der Technik-Plattform nicht finden. Nur mal so, es heißt Dark Age, werdet ihr aber nicht finden. Also sowas wie dunkles Zeitalter. Da sind nämlich einige fragwürdige Mods installiert. Jedenfalls werdet ihr das nicht finden. Ich muss gucken, ob ich es öffentlich mache. Wenn ihr danach fragt, wenn ihr das möchtet, dann werde ich mal gucken, was ich mit den Modpack-Autoren machen kann. Ansonsten bleibt es privat. Was läuft denn da? Sah aus wie ein Roboter. Was ist denn das hier? Ogre. Oh, wen? Ogre, Mist. Moment. Ich glaube, hier ist alles irgendwie total, ja, moody. Das geht ja aber gar nicht. So, Bright. Oh, wen? Ogre, ja. Ja, die haben viel Energie und die können, glaube ich, Bauten zerstören. Gar nicht gut. Also Ogre müssen wir mal gucken, wie wir mit denen umgehen. Ich weiß nicht, wenn Mob Griefing off ist, ob die denn immer noch mit Steinen rumschmeißen können. Ja, das nur so als kleine Info. Ich habe eigentlich schon Lust, da eine Serie draus zu machen. Wollen wir mal sehen, wie lange Skyblocks noch geht. Ich denke mal, über Episode 40 wird es nicht kommen. Aber ja, das nur so als Information. Vielleicht habt ihr ja Lust, da mal denn vorbeizuschauen.
Die komplette Modliste gebe ich euch auch irgendwann mal. Oder das ergibt sich dann in der Serie, je nachdem. Gut, wir sehen uns dann irgendwann, bei welchem Projekt auch immer. Das ist ja jetzt nicht der Start einer Serie. Es ist nur eine grobe Ankündigung, so wollen wir das einfach mal so nennen. Tja, das war's erst einmal von Dark Age. Wir sehen uns irgendwann beim nächsten Mal. Tschüss und bis dann.